Das Camper hier aus Essen von der Campingmesse und wir sind jetzt hier bei GNV aus Italien, ein Fährbetrieb, der sich glaube ich auch mal eben selber vorstellen möchte. Du bist die? Hallo, ich bin die Christina von der GNV, freut mich. Die GNV ist, wie du schon richtig gesagt hast, eine italienische Fährgesellschaft, gibt es seit über 30 Jahren inzwischen und ist in Genua zu Hause, Teil der MSC-Gruppe. Und ja, ihr könnt mit GNV in Urlaub fahren, auch mit dem Wohnmobil. Ja, das ist für uns Camper natürlich ganz besonders. Gibt es da irgendwelche Einschränkungen bei euch, was die Größe oder die Höhe der Wohnmobile angeht? Oder? Also es gibt natürlich verschiedene Fahrzeugkategorien. Die sind eben nach Höhe und Metern sozusagen strukturiert. Je kleiner und kompakter, desto günstiger ist es. Genau, also... Du würdest auch wieder empfehlen, frühzeitig buchen. Ich glaube, das ist immer das, was wir überall hören. Das ist richtig. Also wie der Steffen eben schon gesagt hat, das gilt eigentlich für alle Fährreedereien. Je früher ihr dran seid, desto günstiger ist es tatsächlich. Bei uns ist es so, wir öffnen im Oktober sozusagen den Sommer für das darauffolgende Jahr. Und da könnt ihr auch richtig gute Preise schießen. Also das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man da früh dran ist. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ne? Für Camper, die sind gerne flexibel, spontan, aber trotzdem, also je früher, desto besser. Wo sollte man das denn buchen? Immer online oder über eure Webseite oder über die Vergleichsportale? Was würdest du da empfehlen, aus deiner Erfahrung heraus? Da gibt es ganz viele verschiedene Anlaufpunkte, sage ich jetzt mal. Also es ist sehr individuell, wie man das selber am liebsten hat. Ihr könnt natürlich online buchen, ihr könnt über jedes Reisebüro buchen, ihr könnt telefonisch buchen, ihr könnt, also jede Plattform, es gibt natürlich auch diverse Zwischenhändler, jede Plattform hat denselben Preis, also es ist ganz individuell, ne? wie das für euch am einfachsten ist sozusagen. Wenn ich jetzt am Hafen bin, würdest du sagen, dann lieber direkt vor Ort kaufen oder auch dann ruhig nochmal lieber online, ist das immer nochmal einen Ticken günstiger? Was ist so dein Tipp? Die Preise sind auch im Hafen dieselben, allerdings lauft ihr natürlich Gefahr, dass das Schiff im Hafen dann schon voll ist und die Kollegen werden euch dann gegebenenfalls sagen, heute ist das Schiff ja voll. Das sehe ich ja online auch. Ich meine jetzt vom Preis her. Also Preise seid ihr da flexibel, also kein Problem. Das ist auch im Hafen nicht mehr teurer. Also der Hafen bietet den gleichen Preis wie die Webseite von euch? Korrekt. Ah, okay. Ja, das war ja früher nicht immer so, ne? Da war ja oft teurer am Hafen. Kann auch sein, das weiß ich jetzt natürlich nicht, ne, wie das bei der Konkurrenz ist oder bei den Mitbewerbern. Also ich spreche ausschließlich für... Ja, klar. Das ist genau. Klar. Das verstehe ich auch. Ja. Und ihr fahrt im Prinzip auch nur in Italien, ja? Also... Nee, wir fahren in Italien, wir fahren aber auch nach Tunesien, Marokko, wir fahren die Balearen an, wir fahren nach Albanien. Jetzt habe ich, glaube ich, alles abgedeckt. Griechenland? Griechenland fahren wir nicht, tatsächlich. Griechenland fahrt ihr nicht, ja. Okay. Das heißt aber Nordafrika, ja. Da Marokko halt, ne? Tunesien und Marokko, beides, genau. Ja, welche Städte fahrt ihr in Marokko an? Tanja und Nador, die zwei. Ah, die beiden. Genau. Die beiden Klassiker im Norden. Genau. In Tanja, welcher Hafen ist das dann? Ist das der große Hafen, der so ein bisschen außerhalb von der Stadt ist, oder? Tanja, es gibt ja Tanja und Tanja Med und bei uns... Genau, die beiden gibt genau, es, ja. Richtig, danke. Es ist Tanja dann, die Stadt selbst direkt. Ja. Ah, okay, alles klar. Ja gut, dann danke ich dir und dann werden wir unten einen Link machen. Gerne. Von eurer Seite und dann können die Leute sich da ja auch noch ein bisschen weiter informieren. Super, vielen Dank euch. Ich danke dir. Danke. Ja.